Glaubst du, könnte es klappen? Kann ich jetzt direkt hier lang oder? Nee, dann schaffe ich das hier nicht. Ha, geschafft. Oh, der sieht auch nicht mehr so ganz gut aus, aber er sieht auch nicht mehr so ganz menschlich aus. Eve, ich dachte, du würdest nie kommen. Wie konnte ich nur eine solche Party verpassen? Captain, sind Sie verletzt? Nur ein Kratzer. Eine verirrte Kugel. Können Sie mir berichten, was hier passiert ist? Als wir den Kontakt zu Ihnen verloren haben, wollten wir ein weiteres Motorboot aussenden, um sie zu suchen. Aber plötzlich kamen Alarmmeldungen vom ganzen Schiff. Eine Energiewolke ist in einem der Gänge erschienen. Jeder, der die Wolke berührt, wurde wahnsinnig und attackierte die anderen Mitglieder der Mannschaft. Der Wahnsinn bezog das ganze Schiff wie ein Leuchtfeuer. Ich und mein Stellvertreter hatten Glück, dass wir uns hier in die Kabine verstecken konnten. Was sollen wir tun? Wir können nicht auf der Perseus bleiben. Das ist noch ein weiteres Schiff im Getaway. Wenn wir die Perseus aus dem Wasser heben können, dann können wir die überlebenden Crewmitglieder von Bord schaffen. Aber dazu müssten wir den Hauptcomputer erreichen und die Perseus manuell aus dem Wasser heben. Können Sie mir dabei helfen? Ich würde gern helfen, aber der Schmerz in meinem Bein lässt mich nicht bewegen. Wenn Sie irgendwo ein Schmerzmittel finden, werde ich mit Ihnen gehen. Aha. Dann werden wir eins finden. 782 Sternchen. Aha. Und eine Münze. Wir klauen dir mal Geld, alter Mann. Dann haben wir hier noch was. Das Kontrollfeld ist defekt. Wir nehmen den Türgriff. Wir nehmen das Buch. Wir nehmen die Münze. Okay, nehmen wir es halt nicht. Ja, dann nehmen wir halt da den Türgriff. Okay, da können wir dann weiter. Klicken wir uns hier erstmal durch. Die Abdeckung hat keinen Griff. Sie muss also automatisch geöffnet werden. Okay, dann gehen wir halt doch hier rein. Der Chefredner des Kapitäns. Er ist scheinbar total verausgabt und ruht sich etwas aus. Oder er ist tot. Das ist ein künstliches Gliedmaß des Kapitäns. Wir nehmen die Münze. Nein, okay, nehmen wir sie nicht. Nehmen wir jetzt da die Münze. Nein, nehmen wir auch nicht. Okay, nehmen wir das Buch. Du willst das Buch ins Auge drücken. Ach, verdammt, da wollte ich gar nicht hin. Ein Schläger. Wir schlagen den Fisch mit dem... Wir schlagen den Fisch. Okay, tun wir nicht. Wir schlagen den Stellvertreter mit dem Stock. Nein, tun wir nicht, okay. Wir spielen Golf mit dem Ding. Dann spielen wir eben kein Golf mit dem Ding. Wir haben jetzt eine Münze, ein Buch und einen Stock. Ah ja, okay. Wir hauen das Buch auf den Stellvertreter. Nein, tun wir nicht. Wir hauen das Buch hier rein. Auch nicht. Nein? Ah.
Wir haben einen Teil zumindest schon mal gefunden. Das können wir ja schon mal hier reindrücken. Obwohl ich die Kette gerne behalten würde, die wird mir gefallen. Wenn ich mal ganz ehrlich bin. Nein, hier ist sonst nichts. Ah, okay. Wir suchen eine Brille. Ein Schwimmer. Ein Blitz. Ein König. Ein Blitz. Ah, hier Blitz. Ein König. Handabdrücke. 1, 2, 3. Ein Fächer. Gabel habe ich mal gefunden, aber Löffel noch nicht. Ach, und die Gabel suchen wir auch. Gut. Ist hier noch was drin? Der Schwimmer ist hier drin. Das war's dann auch schon. Der Frosch, den suchen wir auch. Lippen. Den Löffel noch. Wo ist er denn? Den gerade nicht. Eine Krawatte, eine Krawatte. Da ist eine Krawatte. Eine grüne Chili. Die haben wir da. Ein Rettungsring. Den habe ich um die Hüfte. Eine Giraffe. Ein Löffel. Immer noch. Ich frage mich gerade, wo die Brille sein könnte. Hier schon mal nicht. Da vielleicht hin. Ich denke, dass es ein Grün-Etui ist. Blup. Da haben wir die Schriftrolle. Wir haben den Löffel gefunden. Wie auch immer wir den gefunden haben, wir haben ihn gefunden, jetzt suchen wir eigentlich nur auf die Brille. Ich will auch eine Taucherbrille sein, ne? Also nicht nur eine stinknormale Brille. Ja, das ist jetzt gut, dass wir eine Brille suchen, die ich jetzt gerade nicht finde. Ich brauche mal auch so einen Dosenöffner oder sowas. Keine Ahnung. Das ist doch keine Brille. Also bitte. Das war jetzt für mich keine Brille. Ich fühle mich ein wenig verarscht, weil es keine Brille war. Ich bin kein Angler, aber der Kapitän kann hier Stund um Stund drin sitzen. So. Dran sitzen, so. Zack. Blub. Sind wir gut. Wir sind so gut. Ich hätte gleich mehr Rattenläufe dafür gebraucht. Okay. Das können wir dahin. So. Wir hatten noch die Zahl hier 7, 8, 2 Sternchen. 7, 8, 2 Sternchen.
Ja, wir gehen erstmal zurück und. Da? Nee, okay, dann nicht. Die Katze ist wahrscheinlich auch infiziert. Ich muss sie neutralisieren. Schöner Sound. So. Gut. Wollte sagen, jetzt fällt sie schon wieder runter, oder wie's? Das war. So. Aber ich merke schon, dass die Konzentration immer mehr nachlässt. Und ich immer müder nur werde. Deswegen, ich denke mal, nach diesem Level-Spiel werde ich doch erstmal Feierabend machen. Ich habe auch schon wieder genug Hauptprozesse dafür auf. Weil ich finde jetzt irgendwie noch langsamer das ganze Zeug. Und langsam bin ich eigentlich gar nicht in sowas. Kleiderbügel da. Ein Reiter da. Eine Spielekarte. Habe ich gerade irgendwie nicht gehabt? Ah, da. Ein Bild. Ein Pirat. Da. Ein Haken. Da ist der Haken an der ganzen Sache. Eine Schleuder, die haben wir da. Eine Säge. Und schon bin ich da mit dem Fisch. Zauberwürfel haben wir hier. X und 0. Aha. Bin jetzt hier Detektor oder was? Ui, eine Säge. Da. Gemahlener Kaffee. Dazu brauchen wir, glaube ich, erstmal Kaffee, oder? Da. Zack. Wir haben gemahlenen Kaffee. Eine Eidechse. Lieber die tut nicht mal mehr. Ich meine, sie ist eh versteckt, aber. Ah, da. Eine Eidechse. Aber das X und die 0, das ist, glaube ich, eher so. Dieses. Ah, hier. Haben wir. Was? Ja, was soll ich denn einfach ausprobieren? Hä? Ich will jetzt den Lappen hier nehmen, bitte sauber wischen und dann. Irgendwo anders da, wo wir was machen können? Hier? Nein. Ah, da unten. Ich sehe es gerade. So. Ein toller Sound, einfach der tollste Sound. Und damit verabschiede ich mich erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen hoch oder Daumen runter da, wie ihr möchtet. Und ja. Ich hoffe, man hört sich, man sieht sich, man liest sich. Und die Katze sagt dazu nur noch. Ciao.